sanft, fast lautlos über die Stadt gleiten. Einen Ausblick wie diesen könnte in Regensburg tatsächlich einmal eine Seilbahn möglich machen. Professor Ulrich Briem ist von der Idee überzeugt. Zusammen mit seinen Studenten hat er ein Konzept erstellt, das 3 Seilbahnlinien für Regensburg vorsieht. Wir befinden uns, wenn man so will, jetzt gerade unter der Seilbahn. Die würde also hier oben vorbeiführen, zur Universität hoch, dann über das Universitätsklinikum bis hinten runter nach Leoprechting und kommt hier gerade vom Hauptbahnhof aus hoch. Regensburg ist stark gewachsen. Die Infrastruktur hat sich aber kaum verändert. Die Straßen sind voll. Da bieten sich 2 Möglichkeiten an. Entweder man geht eine Etage tiefer Richtung U-Bahn, kann man machen, ist sehr, sehr teuer allerdings. Oder man geht eine Etage höher. Anders als die geplante Stadtbahn könnte die Seilbahn den Verkehr einfach überfliegen. Am Hauptbahnhof wäre bei Ulrich Briem das Zentrum des Seilbahnnetzes. Die 3 Linien würden hier zusammenlaufen. Die Seilbahn sei deutlich günstiger als eine Stadtbahn und könnte trotzdem tausende Menschen bewegen. Da kann man locker 3000 Personen pro Stunde und Richtung transportieren. Wenn Sie das mit 50 Sitzerbussen machen wollen, müssen Sie jede Minute einen Bus fahren lassen. Also Sie sehen, mit Seilbahn kann man sehr viele Menschen bewegen. Auch die natürlichen Verkehrshindernisse der Stadt wie die Donau sind für eine Seilbahn kein Problem. Auch deshalb fordern erste Stadträte eine Machbarkeitsstudie. Es gibt auch noch verschiedene Höhenzüge, die Regensburg im Norden abgrenzen. Das sind alles schwierige topografische Begebenheiten, wo Tunnel gebaut werden müssten oder Brücken gebaut werden. Und eine Seilbahn ist da eine sehr, sehr schnelle und kostengünstige Lösung, um das zu überschiffen. Selbst die Stadtspitze ist offen für das Thema und findet Ulrich Briems Ergebnisse spannend und interessant. Viele Fragen, etwa nach Betriebskosten, Personalaufwand und Sicherheitsaspekten, müssten aber wohl noch geklärt werden, bevor das Schweben über die Stadt Realität werden kann.